Und da sind wir versprochen beim Rätsel. So, und wir lesen mal durch. Wähle ein Rad aus und verbinde es durch einen unterbrochenen Pfad mit einem Rad derselben Farbe. Verbinde alle Räder auf diese Weise. Hä? Aha. Dann machen wir so. Dann mache ich so. Und dann mache ich so. Aha, ich bin. Ich würde schon fast sagen, es ist leicht, aber. Naja, machen wir mal. Da durch kommt nur er. Also nur er. Ja, ich glaube, die Theorie ist schon wieder von Arsch. Überleg. Wir könnten einmal den. Mit denen, na, können wir auch nicht. Der muss ja da raus. Der geht da raus. Nein. Der da. Haha. Okay. Das wird zu offensichtlich. Das ist auch zu offensichtlich. Das. Egal wie wir den irgendwie versperren. Also fangen wir mal mit dem an. Gut. Also oben rüber kommt gar nichts mehr. Aha. Das geht nicht. Wir können nicht über Kreuz schließen. Ich kann den natürlich da umziehen, aber dann habe ich da keine Verbindung mehr. Jetzt sagen wir den wieder. Der tut am wenigsten weh. Dann verbinden wir den auch. Der geht ja sowieso nicht. Und der geht auch nicht. Das. Aber warte mal, wir können den so mitziehen. Wir können. So mitziehen. Den können wir so mitziehen. Den können wir so mitziehen. Und den. Na. So, lauf! Jetzt haben wir es repariert, jetzt läuft's aber. Jetzt läuft's da hardcore. So, drauf mit uns. Hey, where are you going? Get back here. Hey, Katzi. Sie hat mich verlassen. Okay. Naja, wofür hat jemand die Fallen aufgestellt? Naja, ich würde mal raten, dass man wilde Bären abhaltet. Was hat er? Aha, Schlüssel. Ist meins. Ist auch meins. Eine neue Honigpresse. Eine Honigpresse, cool. So, Talisman. War der Druckbild oder haben wir es selbst? Sonst ist da. Nee. Wir kennen alles. Meins.
Na, ja, alles klar. Kann man die nicht da einsetzen? Nein, die zu funktionieren. Was? Die hat die Kette in der Hand. Ja, die Vertiefung habe ich schon gesehen. Ist mir bewusst. So, dann ist da nichts mehr. Da geht's weiter. Und da. Hehehe, Kätzchen. Böses Kätzchen. Böses Kätzchen. Ich bin ja voll der Rock'n'Roller-Champion da. So, da verändert sich nichts. Das nervt. Ich werde das in 100 Jahren nicht finden, die ganzen Druckbilder. Oh, eine in die Hütte. Hallo, Hütte. Katze. Kommst du jetzt wieder zu mir, oder? Aha, das Kätzchen scheint sich hier auszugehen. Kessel ist leer. Was ist da? Keine Ahnung, was ich jetzt da habe, aber die Raucherapparat ist leer und eine Blasebalg fehlt. Aha. Ich habe einen Blasebalg. Nein, ich habe keinen Blasebalg. Feuer und Kohlen nachher da rein und können wir da irgendwas ausräuchern. Das ist natürlich sehr interessant. Ich habe noch immer keine. Ich habe noch immer eine Fee. Eine von 30. Es ist, glaube ich, die erste. Es schaut aus wie die erste. Lilly, die Magierin, Schutzpatronin der Zauberkunst. Okay, ich glaube, das war die erste. Das heißt, wir haben da. Vielleicht haben wir noch keine übersehen. Ja, was haben wir da? Hey, die Aussparung hat die Form eines Herzens. Warte mal. Das könnte ein Teil von der Aussparung sein, oder? Oh, schön. Eine Krallenkette. Was haben wir mit einer Krallenkette, Alter? So, aber Junge. Aufgemacht. Wow, kleine Schrift. 23. September. Der Bär war wieder hier. Was will er von mir? Er hat mir bereits alles genommen, was ich je geliebt habe. Hat meine Träume zerstört, wie ich dieses Tier hasse. 27. September. Er scheint mich aus der Ferne zu beobachten. Ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen, aber er hielt Abstand. Was will dieses Monstrum von mir? Meins. 2. Oktober. Ich stelle immer wieder neue Fallen auf, aber dieses Tier ist beängstigend schlau. Ich lebe in ständiger Furcht. Ich kann es nicht länger ertragen. 3. Oktober. Will der Herr mich strafen? Ist dies die Sünde für mein Tun? Oder Taten? Man weiß es nicht. Vielleicht. 5. Oktober. Werde ich eines Tages wieder frei atmen können? Ich kann mich schon nicht mehr erinnern, wie lange ich bereits mit dieser Qual leide. Ist wurscht. Sind es 10 oder schon 20 Jahre? Fragezeichen. Keine Ahnung. Aber. Alter, wie unhöflich. Ich krieg Sterne davor. What? You're lost. A bear kidnapped your sister. Calm down, dear. Let me see if I can help you. There might be a way. You'll need to make a special powder. It will reveal the bear's trail, even lead you to its lair, if you so choose. Some of the ingredients you will find in my hut, and the rest outside. I have to go into the forest. I have a problem to take care of. Da ist das Sprachsample ein bisschen abgerutscht. Habt ihr es gehört? Entschuldigung. Everything you'll need to know is written in this book. Our little kitty looks cold. Please, set the fire.
Erstens war das eher Schamane wie eine Hexe, so wie die ausgeschaut hat. Zweitens, meine Schwester ist empfohlen worden und ich soll mir die Katze jetzt einmal ein Feuer machen. Ernsthaft? Und drittens, warum? Geh mal nicht auf den Sack, Alter. Ja. Ja, Aufgaben. Lilis Empfehlung folge das Monster, um Lili zu treffen. Ja, das ist mein Beruf. Die seltsame Frau erfahre mehr über die Frau in der Waldhütte. Okay, die schlupfe ich. Ich muss zum Versteck des Ungetüms. Okay. Okay. Ja. Yeah. Ja, dann schauen wir mal rein. Bin das du? Ich klaue dir alles, mir ist das wurscht. Des vierten Lesers Staub. Bleibt eine Fährte dir verborgen, sei bedacht und ohne Sorgen. Um diese dennoch aufzuspüren, musst du diesen Staub anrühren. Erstes Ding, du darfst nicht wissen, ist der Beute Leckerbissen. Finde als nächstes unverweilt, womit sie ihren Namen teilt. Und zuletzt von ihrer Sippe, holt ihr die Hülle, nicht die Rippe. Versiegelt wird die Präparatur mit einer Abdruck ihrer Spur. Oh, wie schön dichtig. Reißern oder Krallen? Ja, die haben wir ja schon. Ein Abdruck braucht man. Dann wird da das zackt, wie es den anrührst. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aha. Jo, schön. Das da kann ich mit dem haben wir, oder? Ein Mond, Krallenhonig und ein wenig Wachs. Achso, ich muss das alles sammeln, bevor ich aufhöre. Okay. Ja, dann ist ja klar. Schau dir das an. Ich glaube, das hat sich jetzt gemacht. Streichhölzer. Blasebalg. Irgendein komisches Buch. Warte mal, habe ich die nicht? Nein, die habe ich nicht. Ich habe ein Pech. Ja. Okay. Warte mal. Genau, passt schon. So, da oben ist auch noch mal. Ja, das haben wir ja angeschaut. Jawohl, das haben wir auch geschaut. Da unten muss ich Feuer machen, das Holz ist Knochen trocken. Ja, das ist. Ah, warte mal. Eine da. Zack. Brennt wie die Sau. Yay. Nein. Jetzt wäre natürlich ein Vorteil, wenn ich da irgendwie. Die Glut ist sehr heiß. Naja, das ist natürlich irgendwie klar. Jo, Mautzahl. Würde ich nicht stressen, ich stress mich auch nicht. So, was haben wir noch so? Also, ich würde wohl die Ziegen, Alter. Meine Güte, jetzt kommt schon. Gut, das war mal dieser Teil. Ah, schau das an, was haben wir da hinten? Finde und verwende Objekte. Wer quakt mir ab? Hey, Eichhörnchen! Aha. Muss ich dem Nüsse organisieren? Aha, da haben wir das da. Aha. Da haben wir Nüsse, Walnuss. Da brauche ich Kurve. Dann nochmal zu dem. Da schau. Ja, Alter, was müssen? Das Eichhörnchen will eine Nuss. Kein Kopf. Ah, jetzt muss ich einen Nussknackenkopf finden. Okay. Okay, da brauche ich einen Libellenschlüssel, aber ich habe da einen Nussknackerkopf. Den Nussknackerkopf da wir da auf, dann machen wir zack, dann haben wir da die Nüsse. Die Nüsse geben wir den Eichhörnchen. Dafür kriegen wir einen Schlüssel. Der Schlüssel ist natürlich für die Schublade. Damit kann man die Schublade aufsperren. Das Messer brauche ich für keine Ahnung. Und dann haben wir da einen Flügelmutter. Dann haben wir da, die Schnur ist ziemlich fest, abreißen kann ich sie nicht. Dann da schneid durch. Ja, dann haben wir den, mit dem können wir den aufmachen. Da kriegen wir natürlich das und der Schere. Da können wir den aufmachen, der braucht den. Keine Ahnung, jetzt haben wir eine Lade. Mit der Lade können wir irgendwen verladen. Na, Drahtschere haben wir auch noch. Ich überlege. Wir haben da was. Da brauche ich wahrscheinlich die Zange dafür.
Scheiß Eichhörnchen. Ah, da haben wir was zum... Aha, da brauchen wir die Drahtzange. Die haben wir gleich mal. Zack, zack. Auf die Deckel, Zange raus. Da müssen wir darüber. Zange benutzen. Dann haben wir da eine Kurbel. Mit der Kurbel können wir da natürlich... Mit einer Schraubenmutter, die haben wir natürlich A. Und eine Lade brauche ich A. Und dann haben wir den. Hurka, Kaffeemühle. Für was oder wen? Keine Ahnung, aber wir haben es. Das ist schon mal vorteilhaft. Da haben wir eine Schaufel, die nehmen wir natürlich auch mit. Mit dieser Schaufel können wir da so ein Schipperl Glut nehmen. Ja, sehr intelligent, sehr intelligent. Schaufel voll Glut. Die Schaufel voll Glut haben wir da in den Ofen rein. Ja, ich brauche einen Blasebalg. Ja, natürlich. Wir haben einen Blasebalg. Da haben wir einen Blasebalg. Ich muss noch etwas zum Anfächern hinzufügen. Anfächern? Das ist ein Becher. Okay, zum Anfächern. Keine Ahnung, was die noch braucht. Smoker ist Smoker meiner Meinung nach, aber egal. Da können wir nichts mehr nehmen. Anfächern. Ja, da habe ich eh schon eine da. Habe ich eine da. Das gehört da rein. Also Honig, na. Ja, ich hab keinen Plan, was der noch von mir. So. Ja, Kätzchen kennt sich hier aus und das ist schön für das Kätzchen. Ja, wir ziehen uns zurück. Haben wir sonst noch was? Da haben wir noch was. Aha, das ist das natürlich. Entschuldigung, habe ich vergessen. Das Buch. Schnuck, duck, duck, schnuck, duck, duck, schnuck. Und das war schon. Dann gehen wir mal nach draußen. Da haben wir Honig, da müssen wir Honig erst finden. Dafür brauche ich wahrscheinlich den Smoker, dass ich aus irgendeinem Baum. Ja, du bist es ja nicht, haben wir ja schon festgestellt. Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter. Da haben wir die Bienen, da brauche ich aber einen Smoker. Natürlich, die Biene beschützen ihren Stock, ist ja klar, natürlich. Da haben wir die Fußspuren. Rapid ist möglich. Im Schlamm Abdrücke ist voller Abdrücke ist es möglich, dass. Keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, auf was du hinaus willst. Ich verstehe es nicht. Da ist ein Druckbild. Auch auf. Ich hab dir ja schon gesehen. Ah! Zweite Druckbild. Ui, da ist halt schon viel weiter. Da fällt mir auch schon wieder eins. Alter Schwede. Gehen wir das auf die Eier. Wir müssen genauer schauen. Da ist die Fußspur, aus der man nicht mehr kennen hat. Dieser Baumschlund sieht sehr alt aus. Sichtbar verrottet. Ja, dann hauen wir zusammen da die Sau. Ja, jetzt haben wir Sägespäne. Wow. Da mit der Späne war sie noch nicht was. Haben wir gesehen? Was haben wir da? Naturfund. Na, da wollte ich gar nicht hin. Ah, da ist sie. Miala, der Geist der Zeit bietet die Erinnerung. Ja, wir werden in 100 Jahren nicht alles finden. Das kann ich jetzt schon sagen. So, nach links, nach rechts. Oh, wo gehen wir hin? Noch nichts mehr oder Bier gegangen. Das ist zu groß. Es wäre Unsinn, einfach glücklos zu laufen. Natürlich. Dann gehen wir halt raus. Achso, natürlich. Ja, dann habe ich völliges Verständnis für deine Aussage. Und haben wir es erledigt, oder? Ja. Da können wir nichts mehr machen. Was man macht mir ein ganz schönes Getöse, aha. Getöse. Das wird alles noch mit durchgehen, Alter. Jetzt können wir den an die Mauer klicken, gell?
Schlau, schlau, sehr schlau. Ah, die Hülle haben wir alles erledigt. Da hätten meiner Meinung nach ja auch schon alles erledigt. Aber ich sehe da ehrlich gesagt auch kein Druckbild. Das wird anstrengend, wenn wir das komplett machen wollen, aber das werden wir in 100 Jahren nicht schaffen, das kann ich jetzt schon sagen. So, da ist nichts. Ist uns mittlerweile bewusst. Was ist da? Also da brauchen wir natürlich erst den Dings. Ich hab Sägespäne. Was kann ich mit Sägespäne tun? Haben wir da noch was Schönes? Kaffeemühle. Da können wir nichts mehr tun, oder? Nein. Da, der muss die Kette loslassen, für was auch immer. Vertiefung. Überleg. Da geht's im Wald, da kommen wir noch nicht mehr weiter. Wir brauchen vorher den Smoker. Und den Smoker. Ah, warte mal, jetzt haben wir ja den. Ausgezeichnet. So, jetzt können wir uns die Bienchen holen. Beanies. Mal schauen. Guck, bildet sich da was? Nicht, oder? Ja, falls du, mir ist das jetzt wurscht. So. Wir machen das nebenbei, wenn wir Zeit haben dafür und sonst nicht. So, ich muss mal dazu. Hallo, Bienchen. Und ich glaube, dann kann ich die zweite auch nehmen, oder ist die zweite tabu? Oh, sehr gut. Das war genau das, was ich beabsichtigt habe. Genau das war das. Ich bin der Meinung, da haben wir irgendein Druckbild da, oder? Nur ich weiß nicht welches. Daher. Wir müssen gut da haben wir eine. Schau das an. So, Honig. Hier Naturgeister haben wir. Das nehmen wir mal mit. Keine Ahnung für was. Kennt sie aus nützlicher Weise an Wachs. Aha. Und das dann? Moment, kann ich jetzt das Wachs zusammenschmelzen? Natürlich kann ich das. Und dann nehmen wir zum Transport. Bieche voll Wachs. Ja, nur wenn auch noch. Dann holen wir uns schnell einen Fußabdruck. Damit können wir auch nicht mehr in die Szene rein. Dürfte abgefrühstückt sein, da können wir auch nicht mehr rein. Da hinten können wir natürlich noch rein, aber das ist mal Wumpe. So. Dann haben wir da die Pfote, dann haben wir da einen Schlüssel voll Honig und wir haben da die komischen Kräuter. Und wir haben eine Kaffeemühle. Und ich muss dann jetzt die Kerze hier anziehen. Okay, dann zieht bald die Kerze und dort die Kerze. So. Wir überziehen. Stell mich Hilfe des Rezepts. Den Staub des vierten Lesers her. Verwende die Zutaten und Geräte auf dem Tisch. Juhu! Und das machen wir erst in der nächsten Folge. Ey, seht ihr jetzt nicht gewusst, dass ich das sage. Okay, aber wir werden das in der nächsten Folge machen. Und somit sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, Wimmelbild. Ist immer zwiegespalten, vielleicht macht Wimmelbild vielleicht Spaß. Mir persönlich macht Spaß das Suchen, das Spülen, aber es ist noch sehr unwimmelig, würde ich jetzt mal sagen. Aber wurscht, bis dahin, wir sehen uns wieder. Peace out.